Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Wir haben den Stern zurückgebracht, zumindest den Stein kann man sagen. Und sollen jetzt das Licht durch den Tempel bringen, so heißt es. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ist das hier irgendwo hier unten? Ist das direkt hier? Oder was sollen wir machen? Na, klingt ganz danach, ne? Wo ist denn der Eingang? Da oben ist er nicht. Ah, hier unten. Es ist nämlich wohl ein böser Mensch unterwegs, der hier üble Sachen macht. Und wir sollen denjenigen aufhalten. Eine verweste Leiche. Oh, das sieht aber nicht gut aus hier, ne? Was ist denn das hier für ein dunkler Dunst? Er lässt sie aber nicht wieder aufstehen oder so, ne? Da hätte ich keine Freude dran. Ist es ein Totenbeschwörer oder was ist es? Wir müssen mal eben gucken. Nein, die Leiche bleibt tot. Gut. Schauen wir uns ein wenig um. Wir kriegen natürlich wieder einiges an Schätze. Darüber bin ich ganz froh. Mal gucken, was wir hier so Schönes finden. Die Fäulnis kann man natürlich mitnehmen. Eieiei, Lydia. Ich hoffe, du bist genauso gespannt, wie ich es bin. Wir werden aber natürlich unseren Bogen mal ausrüsten. Da ist die Holztür, die können wir knacken. Hier brauchen wir einen Mechanismus. Und da geht es weiter hinein. Also das mit den Leichen ist natürlich so eine richtig unangenehme Sache, wenn ich das mal so sagen darf. Was macht er denn hier? Dieser Malkoran oder wie er auch immer heißt. Knacken wir erstmal das Schloss. Ja, so nicht, Sanku. Ja, das sah doch gut aus. Nein. Yes. Aha. Und damit geht jetzt hinter uns natürlich einmal das Gitter auf. Oh, ich traue der Sache nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Ein altes Nordschwert, das brauchen wir nicht. Guck mal bitte in die Truhe rein. 8 Zentimeter. Dafür haben wir jetzt das hier geöffnet. Für ein altes Nordschwert und 8 Zentimeter. Und es geht um ein besonderes Artefakt, den Dämmerbrecher, was wir hier rausholen sollen aus diesem Tempel. Da bin ich ja mal... Oha, da bin ich ja mal gespannt. Wo sind wir denn hier gelandet, sag mal? Wir haben den Sockel aktiviert, aber ich glaube, es fehlt eine Lichtquelle. Oder was war's? Vielleicht wieder irgendein tolles Rätsel. Wir kriegen ja langsam aber sicher richtig viel Geld, ne? Aber wir haben keine Feinde hier. Das irritiert mich ein wenig. Oh, Lydia, erschreck mich doch bitte nicht so. Wir haben die Tür, glaube ich, jetzt gerade geöffnet. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier bitte passiert? Also ich meine, es ist eine verwesene Leiche, aber man erkennt deutlich daran, dass es natürlich Kaiserliche gewesen sind, die hier den Tempel betreten haben, ne? Nun gut, zwei Lichtstrahlen. Das sieht ja schon sehr, sehr cool aus. Was für ein Tempel.
oben entlang gibt es anscheinend auch noch etwas. Dann gucken wir uns mal vorsichtig um hier in dem Tempel. Ja. Ui. Ich hab kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ich auch nicht. Korrumpierter Schatten. Sag mal, was ist... Jetzt geht's aber los hier. Was seid ihr denn für Viecher, sag mal? Also können wir ja wenigstens ein paar Seelen sammeln, wa? Ah, er hat die Lydia gesehen. Eieieiei. Die halten aber auch schon wieder ganz gut was aus, ne? Muss man ja dazu sagen. Oh, noch ein bisschen daneben geschossen. Und? Gefällt euch das? Klar gefällt ihm das. Was geht denn hier ab? Geisterhafte Überreste. Okay. Knochenmehl. Naja. Das sieht nicht gut aus in diesem Tempel hier. Meridia. Das sieht nicht gut aus. Egal, was hier passiert ist oder was hier geschehen ist. Das sieht nicht gut aus. Da geht's einen Weg entlang. Keine Falle oder so, oder? Ich habe jetzt nichts gesehen. Schlüssel erforderlich. Haben wir den Schlüssel? Nein, wir haben keinen Schlüssel. Sockel aktivieren. Krieg eine zweite Lichtquelle. Also, ja, okay. Mach mal bitte eben kurz ein bisschen Licht. Ich werde gerade von hinten ein wenig geblendet. Ihr müsst verzeihen. Okay, passt. Das heißt, wir gehen einfach weiter unseres Weges hier rein. Ja, dann wollen wir mal gucken, was uns hier noch so Tolles erwartet. Ja? Spinnen? Nee, keine Spinnen. Nanü, du hast hier den Weg geöffnet. Oh, was? Aua! Ey! Berühre den Lichtstrahl nicht, ja? Hab ich mich erschrocken. Na gut, das hat uns nichts gebracht, dass wir hier entlang gesprungen sind. Nee. Andere Seite wahrscheinlich auch nicht, richtig? Nee. Nee. Ich will hoffen, dass jetzt hier unten das... Jo. Die Tür aufgegangen ist, wollte ich doch sagen, ne? Wahnsinn. Und wir haben aber auch ein Level, ne? Das ist ja, wir sammeln mächtige Seelen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Aber die sind bestimmt nicht übel, wenn wir mal in den Nahkampf kommen mit denen. Ich bin mal gespannt, was der Endgegner zu bieten hat. Sind irgendwie gefühlt gefangene Seelen, die hier mit den Schabernack getrieben wird, ne? Boah, diese Atmosphäre, ne? Sieht ja schon stark aus. Die Geräusche sind recht verstörend, möchte ich mal sagen an der Stelle, aber ich glaube, wir müssen auch hier entlang. Ich kenne sonst keinen anderen Weg aktuell. Ah, sehr, sehr mysteriös, ne? Hallo, jemand drin? Ein Rubin erhalten. Schon wieder hier so eine verwesene Leiche. Warum haben die denn so viel Geld dabei, sag mal? So, in der Truhe haben wir eine Menge schönes Zeug.
Können wir rein theoretisch natürlich alles mitnehmen. Und sonst liegt hier eigentlich nichts, ne? Die Urne ist leer. Hier haben wir noch einen Heiltrank, das habe ich gesehen. Der starken Heilung. Lydia, bist du noch da? Ja. Oh, 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 oh. Lydia, dreh dich mal um. Da kommt was. Da war doch bestimmt nicht allein hier, oder? Hey, hey, hey. Oder warst du alleine hier? Ich habe Angst, dass dieser komische... Das, was hier so seht, dieser schwarze Schleier, Rauch, wie auch immer, dass der uns irgendwann mal Schaden zufügt. Oh, oh. Was kommt jetzt? Schon wieder einer. Naja, mit Pfeil und Bogen ist das halt gar kein Thema, ne? Das ist halt wirklich gar kein Thema. Lydia? Ja. Doch mal gucken. Wir haben zwei Wege hoch. Einmal den Weg und einmal den Weg hier. Ja, die Septime nehmen wir mit. Und wenn es nur sieben sind, hier haben wir wiederum vier. Schlüssel erforderlich. Hier können wir nicht aufschließen. Das heißt, es gibt nur einen Weg. Da müssen wir erst wieder die Lichtstrahlen oder so miteinander verbinden, damit wir rüberkommen. Das System ist ja... relativ klar. Analysiert. Das sieht so geil aus. Oh, ich höre da, glaube ich, noch ein paar. So, das Ding ist halt, wir müssen hier hin und das Ding aktivieren, richtig? Dann bekommt es nämlich genau. Und damit geht es weiter. Aber was ist jetzt mit hier hinten? Oder ist das der Rückweg für uns? Da müssen wir eben vorsichtig gucken. Den Verzauberer können wir nicht gebrauchen. Oh, bitte keine Falle oder so, ne? Bitte nicht. Eisentürexperte. Das kriegen wir doch auf. Ich meine, ich bin mal gespannt. Dämmerbrecher. Was das wohl ist? Klingt nach einer mächtigen Zweihandwaffe. Vielleicht genau etwas für uns mal, ne? Na, da haben wir es doch fast. Jawohl. Und wieder der Hebel. Yes. Sehr gut. Die Rätsel sind, naja, zu simpel. Aber wer weiß, vielleicht hätte man ja, wir haben den Stein ja relativ früh gefunden, vielleicht hätte man hier hingehen müssen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Viel, viel früher. Ich höre immer noch jemanden rumkräucheln. Dieses Licht, ne, das ist... dass wir da sogar Schaden von kriegen. Oh je. Na, da bin ich ja mal gespannt. Oh, es geht in die Galerie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sind wir jetzt hier richtig? Oh, speicher mal bitte. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, da oben ist doch... ja, da oben waren wir. Jetzt sind wir einmal durch den Tempel durch und sind hier unten rausgekommen anscheinend. Ja, die Verbindung steht. Das sieht gut aus. Wie denn, das war's schon? Das kann doch nicht sein. Ne, wir müssen da oben nochmal rein. Hier haben wir... aufschließende Experte. Eine dicke Truhe. Oh, schade. Jawohl.
Was finden wir denn Schönes? Ein heiliger Ebenerzbogen und Tote bis Stufe 40 fliehen 30 Sekunden lang. Das ist stark, der Raserei. Oh, den könnten wir je nachdem sogar hier benutzen, ne? Sind Geister Untote? Nee, ne? Aber Trauge. Und hier geht es jetzt in die Ruinen rein. Also sehr, sehr spannend. Okay. Sehr, sehr spannend. Mhm. Wir sind nicht alleine. Wer hätte es gedacht? Aber dass sie alleine schon unser Level haben, ne? Das ist halt schon stark. Genau, ab auf den Boden mit dir. Die sehen auch noch dazu so sehr, sehr gut aus, ne? Muss man dazu sagen. Die sehen richtig gut aus. Aber haben wiederum auch gar keine Chance, selbst wenn sie die Lydia sehen. Okay. Ich denke mal, es sollten alle gewesen sein. Ein Stahlkriegshammer. Knochenmehl kann liegen bleiben, da haben wir echt genug. Bleiben wir erstmal unten, oder? Oder müssen wir hoch? Ich glaube, wir bleiben erstmal unten und gucken uns ein wenig um. Wer weiß, was wir hier noch so Schönes finden. Außer eine Menge Tote. Oh, da ist ja noch einer. Na, nö. Was macht ihr hier? Vor allen Dingen, wer oder was hat das mit euch gemacht? Schießkunst verbessert auf 94. Wahnsinn. Achso, er weiß gar nicht, wo er suchen soll, ne? Keine Chance, da ist er kaputt. So, hier ist noch irgendwo einer. Der wahrscheinlich oben oder unten auf uns wartet, gehe ich mal davon aus. Naja, ja, der weiß aber nicht, wo wir sind. Da kann er lange nachsuchen. Wenn er nicht runterspringt, sollte das kein Problem sein. Okay, was haben wir denn hier drüben Schönes? Ah, sieht doch hier interessant aus. Lecker. Die Hand auf dem nordischen Teller. Ein goldener Smaragdring. Ach du Jemine. Sowas kann man sehr, sehr leicht übersehen, würde ich mal sagen. Zum Glück haben die den vorher abgenommen. Nicht, dass die auf dem Ring rumgekaut hätten, du. Okay, nee, ich glaube, wir müssen erst hoch. Und wenn wir oben sind und den Sockel aktiviert haben, geht's weiter. So scheint es mir zumindest danach auszuschauen, weil wir wissen ja, mit diesem Licht kriegen wir irgendwie hier eine gute Verbindung hin. So, bitte aktiviere ihn. Ja? Na, ja. Oh, jetzt ist hinter uns die Tür aufgegangen. Wir hatten aber unten auch noch eine Tür. Okay, Moment. Da ist doch auch noch eine Tür. Jetzt gehen wir natürlich mal gucken. Wo geht's denn hier hin? Schlüssel erforderlich, alles klar. Lydia, du kannst direkt da bleiben, meine Liebe. Wir müssen hoch. Der Tempel ist schon ganz cool gemacht. Miridia. Ja, ich mache es. Ja, wir haben es ja auch befehlt, ne? So schaut's aus. Also befohlen. Schilder, hör mal, das ist Wahnsinn, wie gut wir sind, ne? Oder sagen wir mal, wie gut wir geworden sind. Hier haben wir nichts mehr. Also wir wissen, hier ist noch irgendwo einer. Wir müssen nur schön vorsichtig sein. Wenn es im Nahkampf erwischen, sieht es dann, glaube ich, auf dem Level richtig schlecht aus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Du bist leer. Hier haben wir noch eine schicke Truhe. Ein Kampfmagier-Schild von Winterfeste. Ich finde diesen Schild so schick, ne? Er sieht richtig gut aus. Fallenauslöser Meister. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Dann wollen wir mal gucken, ob wir diese Falle noch geöffnet bekommen.
Oh, schade, es sah so gut aus. Wir haben schon mal... Nein, und Ticken höher. Ja! Oh, stark. Holztür öffnen. Hohoho. Aber keine Geister oder so, ne? Nee, sieht gut aus. Was haben wir denn hier? Elixier des Volltreffers. Aha. Stahlplattenstiefel. Noch selbst eine dicke Truhe mit der Stahlrüstung. Warum da eine Stahlrüstung drin ist, kann ich mir auch nicht erklären. Eine Schatulle. Ja, ein bisschen Geld. Ist ja nicht verkehrt. Ist ja nicht verkehrt. Habe ich recht, Lydia? Und das und vieles mehr sehen wir dann das nächste Mal wieder. Dann in diesem wundervollen Tempel des Lichtes. Bis dahin.